Was halten Sie von privater Initiative, um den Hamburger Ermittlern zu helfen? Ja, grundsätzlich muss man sagen, ist es ja eigentlich was Schönes, wenn Bürger dabei helfen wollen, die Polizei zu unterstützen und wenn Bürger Zivilcourage zeigen wollen. Plus, das ist eben immer nicht ganz so einfach, weil man auch die Rechte von mutmaßlichen Straftätern immer mitdenken muss und auch berücksichtigen muss, dass es vielleicht die ganze Geschichte nicht so ist, wie sie auf dem ersten Bild den Anschein macht. Ein Bild kann immer nur den Ausschnitt von einer Bruchteilsekunde wiedergeben und der Zusammenhang, in dem das entstanden ist und was da tatsächlich passiert ist, lässt sich in einem Bild eben nicht festhalten. Und das birgt das Risiko in sich, dass man da einer verkürzten oder falschen Wahrheit auf dem Leim geht und jemanden zu einem Straftäter oder mutmaßlichen Straftäter abstempelt und sich das im Nachhinein als falsch herausstellt. Insofern sollte man da den ersten Schritt Auswertung des Sachverhaltes und Start der Öffentlichkeitsfahndung tatsächlich den Ermittlungsbehörden überlassen. Was wird für eine Öffentlichkeitsfahndung vorausgesetzt? Grundsätzlich ist es so, dass die Voraussetzungen dafür, dass man Fotos von Straftätern oder mutmaßlichen Straftätern in die Öffentlichkeit bringt, recht eng sind. Selbst Ermittlungsbehörden haben da ganz strenge Voraussetzungen. Man kann das nicht bei jeder einfachen Straftat machen, sondern nur bei schweren Straftaten. Zweite Voraussetzung ist, dass es auch keine andere Hilfe geben kann, wie man an die Identität des mutmaßlichen Straftäters gelangt, sondern es muss tatsächlich das letzte Mittel sein, um in Erfahrung bringen zu können, wer der Straftäter ist. Und es gibt dafür einen Richtervorbehalt. Das heißt, der Richter muss dem Ganzen nochmal zustimmen und erst dann darf die Polizei, dürfen die Ermittlungsbehörden in die Fahndung gehen und ein Fahndungsfoto veröffentlichen. Was können wir Bürger konkret tun, um den Hamburger Ermittlern zu helfen? Ja, die Polizei Hamburg hat ja auch ein eigenes Internetportal gestartet, wo sie Hamburger Bürger aufgerufen hat, alles, was Bürger an Foto- und Videomaterial erstellt haben, dass sie das da hochladen können. Und das wird von der Polizei dann in den nächsten Tagen und Wochen ausgewertet. Und soweit sich aus diesem Material Anhaltspunkte dafür ergeben, dass da Straftaten dokumentiert wurden und dass man damit in die Fahndung gehen kann, dann gehe ich davon aus, dass das die Polizei in Hamburg auch machen wird. Man muss aber eben nur bedenken, dass eben die Mühlen der Ermittlungsbehörden an der Stelle wahrscheinlich ein Stück weit langsamer mahlen, als wenn jemand seinen Schnappschuss, den er selbst in Hamburg im Schanzenviertel aufgenommen hat, unmittelbar auf Facebook stellt. So schnell kann eine Ermittlungsbehörde nicht agieren, sondern muss da eben die gesetzlichen Voraussetzungen einhalten. Was empfehlen Sie als Rechtsanwalt uns Facebook-Nutzern? Ja, als Fazit kann man eigentlich festhalten, dass man sich als Facebook-Nutzer damit zurückhalten sollte, private Fahndungsaufrufe zu unterstützen und zu teilen und erst recht keine zu starten, sondern dass man sich auf die Informationen verlassen sollte, die von der Polizei und die von den Ermittlungsbehörden verbreitet werden. Und wenn man helfen möchte, dass man dann solche Informationen teilt, aber keine eigenen Fahndungen startet. Das, was man nicht aufgenommen hat, schildern und sich als Zeuge anbieten und da die Ermittlungsbehörden unterstützen, aber nicht zur Selbstjustiz greifen.